Ja, ich spiele einfach Splitting Skills oder so, mal gucken. Oder wahrscheinlich Spectral oder so. Weiß gar nicht, was hat Shadow nochmal von Anfang an? Viper Strike. Aber irgendwas mal gucken. Dürfte eigentlich ja eh egal sein durch Envy, oder? Naja, ich guck gleich einfach, was ich kaufen kann. Irgendein Projectile oder so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Take care. Hello. Goodbye. Könnten die Kay nehmen zum Beispiel? Gut, gut, gut. The furnace down at the slaughterhouse. Yes, that's what this place smells like. In Wolfring noch zusätzlich. Braucht man das? Eine Flask wäre noch ganz gut. Heute noch durch die Campaign? Ne, dafür brauche ich immer ein paar Stunden. Ne, keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Underrated Song. Ah, das ist die Mo Mixed Uma Playlist. Nenne ich sie immer gerne. Stay sharp out there. What little help I...
God hasn't abandoned us. Eine wichtige Sache vergessen. So, pass auf. Wir brauchen Musik, die mich wach macht. So, was macht dich wach? Klar. Euch nicht? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich wollte das Portal machen und nicht runterrennen, sondern hochrennen, aber egal. Haben es halt so gemacht. Auch gut. Ich höre nichts. Mal die Ohren auf. Okay, 10 Wölfe ist das Cap. Nee, nee, nee. Noch lauter geht nicht. Krieg ich einen Hörsturz. Meine Hörgeräte sind empfindlich eingestellt. Theopolis Prison is a child's playhouse compared to this. Okay, da muss ich es für mich aber leiser machen. Viel zu laut hier.
Okay. Was blastest du denn im Moment, Shinny? Oder bist du raus? Also du warst raus, aber du warst wieder drin, habe ich gesehen zwischendurch. Hab nicht wirklich Ahnung, wo gerade der oder wie gerade der Stand ist. Passives. An die 3. Ah, okay. Du hast noch keine 1er. Noob. Krass. Das ist krass. Viper Strike Pathfinder. Finde ich wild. Also. Eigentlich solid. Ich find's krass, dass alle Vorleaks halt gesagt haben, Pathfinder ist übelst dead und keiner wird das spielen. Ich glaube, relativ viele Leute enjoyen immer noch Pathfinder, ne? Jetzt muss er auf K laufen. Geil. So, mal gucken, was jetzt bei Brutus ist. Also wahrscheinlich macht Envy halt schon genug Schaden, ne? Okay, wie funktioniert das jetzt hier mit dem Ring? Also, ich meine, ich habe die jetzt sowieso besiegt, aber wie wäre das jetzt? Achso, den Ring benutze ich noch gar nicht. Kann ja nicht funktionieren. Der ist Level 50? Oh, true. Okay, vorher habe ich gar keine Geschichte, ne? Vorher habe ich gar keine Chance, ne? Irgendwie die Wölfe zu spawnen. Wenn ich 2 verbundene Slots habe und ein freies und 2 ein Gem liegt, ist der Gem in Slot 2 aktiv, oder? What the fuck? Ein frei und 2 ein Gem liegt, ist der Gem in Slot 2 aktiv, oder? Ich verstehe es nicht. Sorry. You managed to... I've traveled... Stay sharp out there. Farewell for now. Greetings. Der Ring braucht eine Always Corruption, dann hat er keine Min-Level mehr. Nee, nee, nee. Aber good guess. Achso, nee, brauchst du nicht.
Es muss nicht gefüllt sein. Ich skill jetzt einfach meinen Skilltree. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Flickerstrike. Flickerstrike Trickster. Wir haben die am Leakstar 13 Stunden und im zweiten Stream auch. Also wir haben die ersten drei Tage des Leakstarts komplett gehört. Wir haben nichts anderes gehört. Aber ihr saßt einfach die ganze Zeit im Voice rum und habt meinen Stream gemutet gehabt. Also seid ihr selber schuld. I'm usually the one making the ghosts. Someone's being busy. Ich hatte zum Leakstart die Musik wirklich gerade am Leakstart selbst extrem laut. Also so laut wie jetzt vom Pegel her. Weil mir klar war, dass sowieso keine Chat-Interaktion da ist. Ich habe halt für mich 30% runter geregelt. Aber keine Ahnung, für mich ist sowieso der Sound viel, viel lauter immer gefühlt, als es bei Twitch ankommt. Bei den meisten Bossen, die jetzt kommen, einfach kurz Feuerwölfe refreshen und Feuer frei, muss man ja richtig über nachdenken. Crazy. Nee, ich kann den Output an meinen Kopfhörern einfach steuern. Also über das Audio-Interface. Habe ich schon gemacht. Alles gut. Aber ich höre mich selber jetzt halt auch leiser. Das stört mich. Ich höre mir selber gerne zu. Siehst du, Mo? Alle mögen diese Playlist. Außer du und Schwamm. Ah, die drei Leute hier. Naja, egal. Aber nichtsdestotrotz. Es bringt sowieso nichts. Also wir haben ja schon häufig festgestellt, es bringt sowieso nichts, über Musik zu reden. Egal, was für Musik ich anmache. Ein Teil der Community wird es kacke finden. Das gilt für die Boomer-Playlist. Das gilt für Metal. Das gilt für... für Elektro, es ist völlig egal. Also es bringt einfach allgemein nicht darüber zu reden, was ich für Musik spiele. Ich spiele einfach Musik und ihr müsst es akzeptieren. Oder gehen. Alternativ. Was ich sehr schade finden würde. Wann Schlager? Ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Musik spielt man nicht, Instrumente spielt man. Ich spiele Musik. Aber Taylor Swift auf die 1. Sowas von eine Sackgasse, oder? Nee, doch nicht. Ja. Das war gut. Oh, Forest. Death has too many damned places to hide in the forest. Wahrscheinlich ist es doch sinnvoll. Theoretisch könnten wir doch sogar Herald of Beauty und Herald of Agony benutzen, oder? Nicht mit Envy zusammen? Oh, das weiß ich nicht. Ach so, wegen Dings meinst du, True. Wegen Reservation, True. Ja, könnten auf jeden Fall gleich mal in irgendeine Efficiency-Dings-Richtung gehen. Irgendeine Mana-Mastery oder so gleich mal nehmen. So. Ja. Just need a moment to catch my breath. Minus Mana Ringe, meinst du? Stimmt, Precision brauche ich auch nicht. Ich meine, schadet auch nicht, aber... Aber dennoch bist du bei 100%, wenn du die beiden Dings anhast. Letzte PoE-1-Liga dieses Jahr? Ehrlich gesagt glaube ich schon, ja. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt wo am 15. November, wobei, ich könnte mir vorstellen, dass am 15., also Mitte Dezember noch eine Liga startet. Es könnte halt sein, dass nach einem Monat der Content im PoE 2 durch ist. Und sie deswegen den das auf 15. November gelegt haben, den PoE 2 Beta Early Access Release Shit. Weil sie im Dezember noch eine PoE 1 Liga machen wollen. Das könnte halt auch noch sein.
Ist halt Detect Damage, ne? Jo, ich weiß es hier. Aber Prison bringt auch Crit Chance. Ja, ich halte es auch eigentlich für nicht unrealistisch, dass kurz vor Weihnachten eine Liga startet. Dann ist ein Monat Period 2 drin. Mehr Content wird es, glaube ich, eh nicht in Period 2 geben, to be honest. Just need a moment to... Aber we will see... Wenn sie es schaffen, mit einem Early Access Release quasi die Leute länger als einen Monat in einem Action-RPG zu halten, mit einem nicht fertigen Spiel, wäre das schon ziemlich gut. Nee, wird kein EK-Build, ist nur zum Leveln. Hier Epimural Edge Dings Shit. Also eigentlich haben sie die letzten 3 Jahre, glaube ich, immer Mitte Dezember eine Liga gestartet. Deswegen kann das schon gut sein, dass sie das diesmal auch wieder tun. Aber ich meine, wir wissen nichts, ne? Wir wissen nichts, das ist sicher. I've seen some dark places in my line of work, but this is something else. Ja, wobei Mark auch zum Beispiel in PoE 2 arbeitet, ne? Deswegen, ich glaube, alle Mitarbeiter springen immer so ein bisschen. Und wenn PoE 2 jetzt viel Kapazitäten gerade bindet, werden die sich sicherlich gerade eher um PoE 2 kümmern. Weil das der wichtigere Release ist. Aber wir werden sehen, Leute. Also mein Guess ist, es ist einfach ins Blaue reingeraten. Mein Guess ist, wir werden so am, ich weiß nicht wann denn Freitag da ist, aber Mitte Dezember einen PoE 1 Leak-Start haben. Irgendwie so 10. bis 15. die Kante. Dann hatten wir einen Monat PoE 2.
Und ich glaube, die nächste Liga wird nicht krass. Also ich glaube, die nächste Liga wird ziemlich unspannend. In PW1. Ja, genau, Crack so. Ich habe gar keinen Zugriff auf Purity. Besser auf Items achten, Bobbles. Also beim Händler gucken, ob du vielleicht einen 3 grünen Item findest. Chromatics benutzen könntest du, würde ich aber jetzt noch nicht machen. Einfach weiterspielen, bis du eins hast, basically. Ah, ich glaube, du wirst auch Spaß haben, Shinny. Ich finde es eigentlich geil, dass es anders sein wird als PoE1. Weil wenn die wirklich im Wechsel von 1,5 Monaten sind oder so, ist es halt wahrscheinlich immer genau das passende Gegenstück zu dem, was wir in dem anderen Spiel haben. Ach, im Endgame weiß das doch keiner, oder? Und selbst wenn, ist das Drop sowieso ein Balancing-Ding. To catch my breath. No. No point in looking back now. There's just death and a lot of it. Keine Ahnung, wenn Rares dafür wirklich impactful sind und gut sind, finde ich das ehrlich gesagt nicht so schlecht. Ich finde es nicht so spaßig, 20.000 Rares aufzuheben, wovon dann eins gut ist. Cooler wäre es doch, wenn wir halt nur ab und zu Rares haben, aber die dann auch wirklich gut sind. Finde ich zumindest. Also ist auch wieder ein Balancing-Thema. Natürlich würde ich jetzt auch scheiß finden, wenn ich im Endgame nur alle 2 Stunden einen Rare finde. Aber ich finde es halt auch nicht so geil, wie es jetzt im PoE 1 ist gerade. Yo, was ist eigentlich mit Blizzard los? Die bringen Runenwörter zurück, ne? Sah irgendwie insane aus, was sie da machen. Spoiler, ich glaube trotzdem nicht, dass es gut wird, aber trotzdem sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Keep your life to your own. Warum benutzt ihr eigentlich nicht Blade Vortex?
Ja, vielleicht sollte ich auch lieber doch eine Attack nehmen, dann kann ich nämlich von diesen Mana-Notes und so profitieren. Ich spiele tatsächlich Splitting Steel. Ja. Also ich meine, ich check schon, was Shinny meint. Jemand, der POE1 irgendwas ist. sieht das POE2 Gameplay jetzt erstmal nicht geil aus. Aber, keine Ahnung, es ist halt in der Zeit alles immer noch Showcase. Und ganz ehrlich, dieses Thema, es ist mir zu langsam und bla bla bla, das lässt sich halt übel schnell beheben, ne? Wenn alle Leute das Kacke finden und sich darüber beschweren, dann sagt Granny Gear Games einfach, okay, alle Monster verlieren 50% ihrer Leben, zack, ist es genauso wie jetzt POE1. Also im Prinzip ist das halt wirklich das kleinste Thema, sowas. Genau das gleiche mit Loot. Alle sagen, es gibt viel zu wenig Loot. Macht Granny Gear, zack, gibt's mehr Loot. Ich finde das neue Skillsystem extrem geil. Deutlich besser. Ich finde Crossplay geil. Also ich habe viele positive Sachen. Also ich habe eigentlich nur positive Sachen, weil die anderen Sachen für mich aktuell noch total irrelevant sind, also das zu bewerten quasi, was so Schwierigkeit und so betrifft. Ich freue mich drauf, die HC-Clips zu sehen. Ich bin gespannt, ob die ganzen HC-POE-Creator HC in POE 2 starten. Ich glaube irgendwie nicht. Also ich glaube, viele von denen werden erstmal Softcore spielen. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Andererseits ist das natürlich auch der Reiz. I don't know. Ja, wie gesagt, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe eigentlich. Ich finde eigentlich den Gedanken, dass die Games schon gleich, also schon ähnlich sind, aber dennoch unterschiedlich in der Spielweise und im Flair. Eigentlich sogar sehr reizvoll. Weil, also jetzt gerade ist zum Beispiel so eine Phase im POE 1, wo ich sagen würde, boah, wenn ich jetzt ein Spiel hätte, was eigentlich genauso ist, aber quasi einen anderen Fokus hat, also POE 2 zum Beispiel, was die Leute genauso enjoyen, würde ich jetzt lieber POE 2 spielen. Wenn ich das einen Monat gespielt habe, habe ich vielleicht wieder Bock auf POE 1, also auf Zoomi Zoomi und schnell und so. Wenn sie dann POE 1 grafisch und so noch nachziehen, was sie könnten, weil es ist die gleiche Engine, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, wenn POE 1 erfolgreich ist und POE 2 released ist, dass sie das tun werden. Dann finde ich das eigentlich eine geile Sache.
Ich klicke immer noch auf die Dinger immer drauf, ne? Haben wir ihn besiegt? In Wetlands? Nee. Doch, haben wir. Okay, dann haben wir doch schon alle. War wieder Brain AFK. Zu schnell gewesen. Da haben wir doch noch nicht. Habe ich irgendwen ausgelassen? Keep your wits about you. Oak? Drayton? Alira? Wir haben Alira nicht gekillt. Okay, das ist schon mal gut. Damit haben wir nämlich Mana Leech. Können wir den Onslaught-Helm schon benutzen? Ja. Just need a moment to... Ja, aber ich finde das eigentlich schon ganz entspannt. Aber Splitting Steel ist, glaube ich, wirklich schon eine gute Alternative. Also zumindest für mich jetzt hier gerade, wo ich sowieso auf den ganzen... eher auf der Attack-Seite bin quasi. Und vor allem als nächstes auch ein Attack-Build spiele. Sonst ist es bisher auf jeden Fall strong, aber ich glaube, es wird noch extrem abnehmen. Flicker Strike wird das. Flicker Strike Trickster. Hier war nichts mehr, ne? Ah, it's so good to be back in the city.
Okay, wir dürften doch jetzt eigentlich gleich auch die... Genau, den können wir jetzt nehmen. Müssen wir aber jetzt gleich einmal umfärben. Schon Chromatics aufgehoben? Ne. Soon. Das kommt dann gleich. Und ich finde es sehr übelst dunkel hier. Warum sagt ihr nichts? Also für die Kamera. Es ist nicht wirklich dunkel hier. Tu euch nicht den Gefallen, dass ihr mich nicht sehen müsst. Ah, wollte ich nicht draufklicken. My shadow continues to nip at my heels. Bag it and tag it, boys and girls. Also Leveln und so funktioniert auf jeden Fall ganz gut so bisher. Auch so vom Area Level und so passt auf jeden Fall. Gar kein Problem. Also ich meine, theoretisch bist du wahrscheinlich schon an welchen vorbeigelaufen und hast nicht regelmäßig beim Händler geguckt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich noch keinen einzigen gesehen hast. Aber schaffen tust du es auch so. Also ich meine, es kann theoretisch sein, dass du unlucky warst, aber ja. Einfach weiterspielen. Das ist quasi nur Ideal-Setup.
Sehr gut. Nee. Mit einem Level-Up kannst du den resetten. So, was macht ihr denn Freitagabend hier? Ist heute Freitag? Ja, ne? Seid ihr am Blasten? Oder levelt ihr? Oder chillt ihr? Spielt ihr was anderes? Item für neuen Bild zusammensuchen. Hm, was wird's? Jen Talakota. Good luck, dear. Crit Crushing Fist auf dem Schief. Okay. Also ich verzweifle im PoE. Ach was. Es ging uns allen so. $50 Millionen Chip hin. Das ist jetzt so gerade die Meta, ne? Die Leute farmen einfach auf die fetten Shipments und machen die dann, ne? Was, also 50 Millionen ist im Moment so der Wert, oder was? Minion-Build leveln, was für ein Minion-Build? Lightning Strike Slayer. $50 Millionen ist Cap, okay, alles klar. Was braucht man da so? Ja, soweit ich das gecheckt habe, hat Suspectrum ja eine Woche quasi nichts gemacht, also keine Shipments losgeschickt, um jetzt eins loszuschicken.
You and what is that? The car I like dash. Believe me. Warte mal, mir fällt gerade ein, irgendeine Challenge musste ich noch machen. Fitted Pool Dings, wo muss machen? Das ist doch hier, oder? Petite Pool. Am besten ist ein Itemfilter für die Uniques, die viel Dust bringen. Und sie geben 1 Million. Krass. Also sollte man seinen Itemfilter schon mal anpassen, sagst du? Millionen Dust am Tag. Krass. Ja, und deswegen sind ja wahrscheinlich auch tatsächlich die die Unique-Preise teilweise so im Arsch wieder, ne? Viele Leute farmen halt Uniques und dabei kommen halt auch Uniques wie Headhunter raus. Naja, und die meisten Leute wollen Mage Blood spielen und nicht mehr Headhunter. At this point. A stranger there. Damn. Stay sharp out there. Ach so, warte mal, wir sind ja gerade hier drin, ne? Zack. Gut. Easy. Es dürfte jetzt eigentlich ganz gut klar gehen. Jo. Das finde ich halt auch immer geil, deswegen spiele ich jetzt auch wieder ein Bild ohne Mage Blood. Und das Gefühl, dass das gerade bei YouTuber immer ganz geil ist. Weil die Leute, die ein Mageblatt haben, wissen normalerweise, was sie
spielen können und so. Aber die Leute, die kein Mageblatt haben, die sind verzweifelt. Also ich spiele Trickster ohne Mageblatt. Naja, ich spiele Flieger. Fliegerstreik. Bin gespannt, ob Fliegerstrike wirklich so nervig für Streaming ist. Alle behaupten das ja immer. Ich glaube aber, ist gar nicht so schlimm. Flicker wurde jahrelang zu Unrecht gehatet. Vor allem, also ich glaube Real Talk, dass es nicht so schlimm ist, weil ganz ehrlich, Headhunter Kinetic Blast Gameplay ist garantiert nicht anders als Flicker. Also von der Optik her. Vom Springen her. Motion sickness incoming. Cool, bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Geil! Geil! Aber weiß man das nicht schon spätestens seit Spark? Also schlimmer als bei Spark kann es doch nicht sein, oder? Also wahrscheinlich genauso schlimm, aber... Ja, aber die Bitrate ist trotzdem dadurch down gegangen. Das war trotzdem halt Pixelbrei hoch 1000. Egal welchen MTX. Gerade wenn du noch Valspark benutzt hast. Im Spell Echo. Gibt's keinen coolen Lightning Strike MTX Pay to Win mäßig? Hätten sie mal echt machen können, ne? Anti-Lag Ding, Anti-Bitrate Ding. Oder Pro Bitrate eher. Ja.
Hey Drake. Mampf. Danke dir für die 9 Monate vor 33 Minuten. Ich hab dich irgendwie ignoriert. Tut mir leid. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Direkt unsubbt. Whoever built this was desperately compensating for something. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt hier feiere. Also es ist auf jeden Fall strong bis hierhin. Ich finde die Wolves ein bisschen sehr träge. Aber Single Target ist nice. Ich glaube, die Kombi mit Raging Spirit wäre halt irgendwie geil. Convocation. Das bringt ein bisschen Movement Speed, ne? Und Attack Speed, glaube ich, right? Ah ne, ich kann die mir zu mir holen. True. Das war das, ne? Flicker Trickster. Also Flicker Strike Trickster. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Zeit Healed of Purity ausgehabt, ne? Ach, ist eigentlich egal. Hier sind genug Gegner. Na, ich weiß nicht, ob es genug sind, aber hier sind auf jeden Fall Gegner. I've dealt with far darker shadows than you, Exile. Ich überlege halt gerade, ob es nicht smart wäre, Cyclone zu spielen. Mit SRS Channeling, also Castwell Channeling. Mit dem Setup. Ja, stimmt, Cyclone ist inzwischen zu langsam, stimmt.
Hast du recht. All this water and not a single working boat in... Don't die, please. Just need a moment to catch my breath. Hey Impro. Impro ist immer so ein Late-Nighter. Er schneit hier immer so schön nach den ersten Stunden rein. Haut einen flotten Spruch in den Chat. Aber er ist immer schwer. True. Also für mich nicht, aber... Ich tue einfach so, als könnte ich relaten. Noch nicht? Ja, das ist halt Arbeiten hier, ne? Was soll man machen? Ich glaube, MB Extreme hat schon wieder aufgehört, PoE zu spielen, oder? Der ist, glaube ich, in WoW wieder drin. Also der Bild, das war sein letzter. Den hat er aber schon vor 2 Wochen, glaube ich, gemacht. Der dürfte eigentlich schon recht alt sein. Vielleicht ist das Gear sogar erschwinglich dadurch. Nee, ich meine, weißt du, dadurch vielleicht ist es gar nicht so teuer. Könnte aber auch sein, dass es teurer geworden ist. Einfach die Kids 2 Stunden farmen lassen, damit sie müde werden. Pro Strats. Ich wollte mir eigentlich vorm Level ein Energy machen, hatten wir gesagt, ne? Naja, jetzt mache ich mir keine Energy mehr. Einfach passive Werbung in Megaloot machen und mit jeder Nachricht Check Loveber und Twitch schreiben. Kannst auch einfach meinen Twitch-Link reinschreiben, aber das ist auf jeden Fall gut. Jo, bis gleich, Impro. Just need a moment to catch my breath. Someone or something has been very busy. Ich glaube, ich muss mal wieder mit Animate Weapon League starten. Kann man eigentlich mit den Ranged-Waffen zocken? Hat irgendwer dazu schon mal was gemacht? Mit den Ranged-Animate-Weapons?
Ist das, also geht das oder ist es krebsig? Genau wie die normalen. Da glaube ich auf schief gespielt. Okay, was bedeutet das, ist die Frage. Lightning im Bild gesehen. Und gibt, glaube ich, auch Chaos-Variante mit den Range Weapons. Schon viable mit Invest. Die meisten Minions. Okay. Ja. Keine Ahnung. Aber ich werde, denke ich, keine Minions mehr, also bis auf Leveling hier, spielen, bis diese Animate Guardian Spectre-Geschichte gefixt ist. Beziehungsweise geändert wurde. Das ist echt überfällig, finde ich. Einfach den Animate Weapon entfernen. Nicht Animate Weapon. Animate Guardian. Raus aus dem Spiel mit dem Pisser. Ich glaube aber, das wird gar nicht so lange dauern. Ich glaube, da wird PoE 2 einiges mit sich bringen. Curse wäre jetzt nicht schlecht, ne? Okay. Mit 40 oder 50? Mit 50 können wir den erst tragen, krass. So, spawnen wir hier ein paar Ads. Wenn man ein Dreilink auf einer Einhandwaffe sein sollte, dann kann ich den nicht benutzen, oder? Eher nicht so, weil du spielst ja einen Bogenbild. Also, sollte schon auf Handschuhe oder so sein.
Handschuh, Schuhe, Helm, Brustrüstung. Wo bist du gerade? Also, in welchem... Welchem Akt? Ledge. Einfach weiterrennen. To be honest, du brauchst da kein Dreilink. Also ich bin teilweise schon in... Ich bin in teilweise schon in Mitte Akt 2. Mit zwei Link rumgelaufen. Brauchst du wirklich nicht. Entspann dich. Mach einfach weiter. Du findest gleich drei Links. Nee, Faulheit halt einfach, ne? So, Trickster. Gehen wir erstmal da rein. Talakota. Bring me back something nice, huh? Did you piety? Goodbye. See you. Gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir das Minion-Cluster gleich schon fast voll. Ja, Convocation wollten wir mitnehmen, ne?
Ups. Wie viel Budget ich plane. Also ich habe zum Beispiel ein Item, was quasi 60 Divine kostet. Ist aber eigentlich nicht super wichtig. Man könnte sogar actually einfach mal gucken, ob man das nicht austauschen kann. Es gäbe nämlich einige Alternativen dazu. Also eigentlich ist der Bild, glaube ich, relativ cheap. Vergleichsweise. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel er kosten wird. Die Items sind teilweise, also sind eigentlich größtenteils sehr generisch. Hier könnte es jetzt übrigens interessant werden. Der hat keine Ads, oder? Nicht geplant, ne. Weiß nicht, habe ich irgendeine Idee an Jewels, die ich benutzen könnte, um Minion-Damage zu boosten? Irgendwelche krassen... Ah, warte mal, hier, die Abyssal-Dinger, ne? Hab letztens einen krassen verkauft. Die drei Divine, glaube ich. Aber hier sowas. Ich habe halt zwei Slots frei, deswegen frage ich. Oh, ich habe aber auch gar keinen Gürtel, true. Auch ein guter Call. Okay, den kann ich noch nicht tragen, aber den hier.
Komm schon. Holy shit, die werden ja übelst hochstufig dadurch. Shit. Ja, dann nehmen wir jetzt irgendwas anderes, was einigermaßen interessant aussieht. Ich hätte ihn einfach so lassen sollen, wie er war, to be honest. Scheiß drauf. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt gerade mit beschäftigen will, ehrlich gesagt. Ich habe doch gerade erst gekauft. Also ich meine, ich brauche den Gürtel sowieso. Deswegen könnte ich das schon machen. Also das ist auch mein Gürtel, den ich sowieso spielen will. Ist das worth it, dafür 8 Divine auszugeben? Im Vergleich zu 99? Für ein Divine? Für den 1%? Hey Gubi! Grüße! Ich hole erstmal für ein. Nee, ich behalte den auch nach Map. Also ich spiele damit sogar Tier 17. Also ich behalte den. Aber ich kaufe mir später einfach einen neuen. Wenn ich weiß, dass ich genug Currency habe. Ich hasse Min-Maxing. Ich betreibe nie Min-Maxing. Wahrscheinlich werde ich dauerhaft diesen einen Prozent liegen lassen. Um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß. Also, nur für die Breakpoints wäre es halt wichtig. Was ist falsch an dem? Nee, Min-Maxing ist nicht mein Ding. Warum finde ich den Mod nicht? Ah, okay.
Ja, true. Welches Level bin ich gerade? Irgendwie so. Das sieht schon okay aus. Ja, ich wollte mir nur grabben, um zu gucken, was die teuersten für Mods haben. Um die zu kopieren und nicht selber einzugeben. Pet. Nee. Ich bleib ja nicht auf Minion. Ist ja nur zum Leveln. Und den haue ich in den freien Slot noch rein. Bro. Gar nicht lustig. Na gut, ich schreibe ihm trotzdem mal Danke. Ich schreibe nie Danke. Ich bin ein unhöfliches Stück Scheiße. In PoE. Just need a moment to catch my breath. Ja, immer noch kein Convocation, ne? Man. Irgendwann muss ich es doch mal schaffen, meine 3 vorhandenen Gehirnzellen auf das zu konzentrieren, was ich in diesem Spiel machen möchte. Wann wird dieser Tag sein? Hm? Eine Antwort von euch? Nee, 38, oder? Ja. Wo kann man... eigentlich, warum frage ich das? Einfach Hideout.
Getting Frenzy? Hm. Nee, oder? Für Agro-Wölfe. Not a cock. Ist Moria nicht auch Sub bei MB Extreme? Nicht Sub Mod? Weiß man nicht. Gooby verschwindet in den Lurk. Ich verstehe. Kannst du mal einen anderen Minion packen? Ja, aber auf welchen? Hab keinen. Naja, außer die Heroes halt, ne? Aber das würde von der Mana ja nicht passen. Weiß ja nicht, ob das gehen würde. Wahrscheinlich schon. Bam, bam, bam. So. Ab hier fällt gleich der Damage ab, habt ihr gesagt, ne? Naja, noch nicht. Erst Akt 6 oder so, ne? Ich glaube, das wird mir auch passieren. Frage ist halt, ob ich dann nicht schon einfach auf mein normales Setup umsteige und Flicker Strike spiele. Los! Zum Glück schnell genug gewesen. Okay, wir haben das Ding fertig hier. Hm. Es hat die Überlegung, ob wir einfach hier noch irgendwo hingehen. Aber das ist Chaos Res. Wir haben halt keine Minion Damage Notes hier irgendwo, ne? Naja. Das wird nix. Aber egal. Können die Waffe gleich auch noch wechseln, glaube ich, ne? Bald. Naja, dauert auch noch ein bisschen. Zum Glück haben die jetzt hier alle Ads eigentlich. Ja, wobei.
Hier muss ich auf jeden Fall immer schön vorher reingehen mit genug Viechern. Multi-Strike. For someone so obsessed with looks, that wasn't a pretty death. Vulnerability oder so sollten wir auch noch reinnehmen eigentlich. Allgemein, ich könnte zwei Curses gerade verteilen, ne, wegen dem Ring. Aber egal. Wer braucht das schon, ne? Okay, haben wir hier Ads in der Phase? Er labert halt so lange, bis meine ganzen Wölfe weg sind. Sehe keine Würmer. Ah doch, jetzt sind Würmer gekommen. Okay. Dann ist halb so wild. Kannst du aufhören zu labern und einfach kämpfen? Easy. Das war doch ganz easy. Kann ich hier schon irgendwas machen? Nö, ne? Also ich kann die schon mal nehmen, theoretisch, weil ich spiele gleich E-Swords, ne? Genau. Den blöden Spirit nicht gefunden. Er ist in Ebene 2, ne? Das hasse ich ja.
Naja, drehen wir noch eine extra Runde. Wer hat nochmal? Wer will nochmal? I'm watching you. Welcher Tod? Wovon redest du? Bin gespannt. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht. Ach so, warte mal, wir wollen ja hier. Ja, egal. Eigentlich egal. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich fand den Splash jetzt okay, wenn man nichts anderes hat quasi, aber nicht wirklich gut, ehrlich gesagt. Also man kann doch beides benutzen wahrscheinlich, aber ich gehe eher für den Speed. Aber kein Plan. Wahrscheinlich gibt es mehrere Setups. Ich glaube, Clear ist gerade gar nicht so wichtig. Ich muss einfach nur so ein paar Packs killen, das reicht an XP eigentlich. Alles andere ist Bonus. Geil, Bubbles. Down.
just need a moment to catch my breath. Okay. Schön einmal hier durch. Schon ganz schön viel. Ach, ich wollte gerade mal extra einmal zurücklaufen und gucken, ob sie dieses Pack geklärt haben. Und haben sie. Das ist eigentlich schon fein. Ja, ich brauche das für später. Ich skill gerade aktuell meinen finalen Skilltree. Weil wenn ich quasi gleich irgendwann nicht weiterkomme mit dieser Skillung, spiele ich einfach direkt mit Flicker Strike. Und dafür brauche ich Block für die Mastery, damit ich Frenzy Charges krieg. Ja, außerdem will ich testen, ob die Leveling-Methode wirklich gut ist. Also, weißt du, weil... Ja, bisher habe ich nichts geskillt, was mir irgendwas bringt. Ich habe nur Leben und so geskillt. Die Schwertnotes sind jetzt das erste Mal was ein bisschen was bringt hierfür. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich am smartesten gewesen, tatsächlich auf das Amulett des Dings da drauf zu craften. Dass man Minion-Damage auch für einen selber zählt. The world must be cleansed of impurity. Bisher sieht es ja ganz gut aus und ich kann die auch schon in 7 Leveln tragen, also eigentlich. Mach ich auch, ja. Mit Mark, mit Block, weil wir eh auf Max Block sind, wegen dem Schild. Und wir haben noch irgendeine Quelle für Endurance Charges. Gerade vergessen welche. Nicht Endurance Charge, Frenzy. Fransin! Dankeschön! Dankeschön! Was hast getrieben? Im Stream? Oh, und danke für den Tier 1 Sub. Danke, danke, danke. Der Flicker selber auch, ja. Es gab noch irgendwie eine Boss-Note, glaube ich. Eine Frenzy-Note davon ist... On Boss-Hit oder ein Unique-Hit, irgendwie sowas. Zelda? Nice. A-League Past Randomizer. Okay, klingt wild. Cool. Vielen Dank für den T1-Sub, mein Lieber.
Wie, hast du einen Shoutout gekriegt? Ich hoffe. Shoutout. Ah, hat er. Okay. Alles klar. Cool. Danke, Mo. Wie bist du eigentlich auf die Gamescom gekommen? Du hattest irgendwie gesagt, du bist irgendwie Begleitung mit irgendwem, aber wie... Ich habe irgendwie gar nicht nachgefragt. Danke, Mo. Danke, danke, danke. Den Auftritt auf der Social Stage? Ich will auch einen Auftritt auf der Social Stage. Was muss man dafür machen? Und was hast du gemacht? Ich weiß nicht mehr, was man da macht. Genau, Mark funktioniert da auch nur. Speedrun-Event. Ah! Oh, yo, die Abfrage habe ich sogar auch gehabt. Aber ich kann halt nichts Speedrun. Stimmt. In Zelda-Trailer. Ist das so deine Welt? Krass. Geil. Hast gewonnen? Sieht doch flott aus, das Gameplay hier. Das zählt als Speedrun. Dankeschön. Das höre ich gerne. Liegt aber am Game, nicht an mir. Meist aber Super Mario World in modifizierter Form. Okay, krass. Krass, Wahnsinn. GZ. Das ist crazy. Bist du am Legion zocken? Oder was? Zweite Season? Krass. Geil, was spielst du für ein Bild? Franzen war Real Talk, der erste Mensch in diesem ganzen Universum, der was Nettes zu mir gesagt hat in Bezug auf meinen Content. Ich werde ihn auf ewig in Erinnerung behalten. Wann war das? Vor Mo's Geburt. Ja, damals, als wir noch auf den Mammuts auf die Gamescom geritten sind. Genau.
Ja, perfekt. Perfekt, Impro Snake. Ich bin ehrlich gesagt erst das zweite Jahr in Folge auf der Gamescom gewesen. Also, ich war vorher noch nie auf der Gamescom und ich würde auch als Privatperson nicht auf die Gamescom gehen, um ehrlich zu sein. Oha, hola, hola. Was wird's diesmal? Flicker Strike. Una Flicker Strike. Jo. War. Freiwillig oder hat Chat bezahlt? Ich will zeigen, dass es ein geiler Bild ist. Also freiwillig, ja. Ganz ehrlich, wenn man Kinetic Blast mit Headhunter und Legion spielen kann, dann kann man auch Flicker Strike spielen. Optisch macht es keinen Unterschied. Ja, aber das hast du mit Headhunter auch. Ich suche mal was zu essen. Ey, mach das. Gönn dir was. Warte mal, ich habe deine Nachricht nicht zu Ende gelesen. Kann dich aber an meiner Kontaktperson mal vorschlagen. Such immer gerne Leute, die null Ahnung von Speedruns haben und dann dort mal was zu probieren und zu zeigen. Ich weiß nicht, wer zeigen möchte, wie man schlecht in Gaming-Content sein kann, aber pff, why not? Ich bin auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür. Mach's gut, Fransen. Lass dir gut gehen. Dankeschön für den Raid und einen wunderschönen guten Abend noch. Ja, das ist aber was anderes. Dafür braucht man sprachliche und fachliche Kompetenz. Kein spielerisches Können. Und die habe ich. Mehr als ihr alle. Ihr Noobs.
Wir haben deine GameStar-Videos gesehen. Was soll das denn heißen? Ach so, weil ihr jetzt auch gebildet seid. Ja, okay, du hast recht. Und ihr kennt meine 1x1-Playlist. Ausrufezeichen 1x1. Das bringt euch eigentlich schon mal sehr viel weiter. Im Leben, allgemein. Nicht nur im PoE. Was bedeutet denn der Regel, wenn bei den Gems bei Maxwell kein Fundort angegeben ist? Random Drop von Gegnern? Du kannst kaufen. Also du kannst eigentlich alle Gems kaufen. Ups. Oder steht bei den anderen, wo du sie kaufen kannst? Ja. Mach mal Ausrufezeichen Wiki. Und in dem Wiki gibst du den Skill Gem ein, den du suchst. Oder den du haben möchtest gerade. Und dann scrollst du runter und dann ist da eine Tabelle mit welche Klasse welchen Gem zu welchem Zeitpunkt bekommen kann. Vielleicht hilft dir das. Sonst melde ich nochmal. Okay. Upsa. Das war natürlich geplant. Also hier muss man jetzt sagen, ist nicht geil. Weil uns halt die Ads fehlen. Also hier fallen jetzt gerade halt so die Level 1 Stäbe so ein bisschen, oder Level 1 Schwerter so ein bisschen off. Aber naja. Hallo, Handy. The flame of hope may flicker, but it cannot be extinguished. Einen Moment, Leute. So. Ich glaube, die ist schon wieder weg, Mo. Die ist mit ihrer Mutter da. So. I'm time and tide, wait for no man.
Ist auch mega dumm, dass ich hier gerade Onslaught drauf habe und trotzdem den Onslaught-Helm trage. To be honest. Ja, ich weiß. Ich muss nur eigentlich, glaube ich, nochmal zurück eigentlich. Ja. Deswegen war ich hier. Yours, remember. Kita, farewell. The High. I don't ask. Good luck out there. Good tidings to you. Remember. So, Akt 6. Eigentlich ein guter Punkt, um einen Cut zu machen. Es ist nämlich 22 Uhr. Ich denke, wir machen Sonntag weiter, Leute. So, hier haben wir jetzt nämlich die Mastery mit Frenzy Charge on Hit. Also für Bossing. Super wichtig. Also eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich werde wahrscheinlich eh Double Strike spielen, schätze ich, im Bossing-Content. Zumindest wenn ich eine Tier 17 oder so mache. Aber naja. Aber es wäre tatsächlich wahrscheinlich schlau, diese Note zu nehmen. Auf dem Ammo. Damit würden wir halt insane viel Damage jetzt kriegen. Also nicht insane viel, aber schon einiges. Nicht irgendwie Damage konvertieren oder so? Bist du leid, ist gut. Inspiration könnte man auch benutzen, aber dann müsste ich wieder umskillen. Achso, ja, der ist, das funktioniert gar nicht, ne? Ja, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Den hatte ich nur für Dings gekauft, ne? Wobei ich, ja, doch, wir können Inspiration nehmen. Man könnte jetzt aber auch gut Fire-Dings nehmen, aber egal. Ja, irgendwie so, schätze ich. Also bis hierhin war es eigentlich cool, finde ich. Okay. Als nächstes kommen dann halt die neuen Waffen. Das wird halt nochmal einen großen Unterschied machen. Und der Ring dann bald. Das wird auf jeden Fall den Single-Target ein bisschen erleichtern. Also gerade im Boss mit Phasen oder bei Bossen mit Phasen. Farben nicht vergessen. Nur wichtig für das hier, ne? Ja. Kann man auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Wird hier natürlich jetzt sehr nervig sein. Ich meine, wir könnten tatsächlich drüber nachdenken, hier jetzt Feeding Frenzy zu benutzen.
Ja, ja. Warte mal, Feeding Frenzy ist ein grüner, ne? Aber Minion Speed ist auch ein blauer. Ah, okay. Dann ändert sich dadurch nichts. So klar wieder. Dass ich zweimal Off-Color kriege, aber nicht die richtige. Müssen die eigentlich gelinkt sein? Eigentlich nicht, ne? Aber egal. Ich stelle den Ursprungsstatus wieder her. Leute. Ah, wie werde ich diesen Stab jetzt hier los? Easy. So,